Der postheroische Manager, ja, der muss genau das tun. Der muss sehen, wen, der muss nicht alles können, der muss nicht alles wissen, der muss aber wissen, was er nicht weiß, der muss auch wissen, was er alles braucht, beziehungsweise wie er einen Kommunikationsprozess organisiert, der dafür, an dessen Endergebnis sinnvolle und tragfähige und nachhaltig lebbare Entscheidungen treffen. Das heißt, er muss also viel eher Kommunikation organisieren als oder Beobachtung organisieren, als alles selber machen. Was versteht denn dieser postheroische Manager unter Führung? Genau das, was ich eben gesagt habe. Das heißt, er muss letztlich Themen setzen, er muss Fokussierung der Aufmerksamkeit, würde ich sagen. Letztlich kann man, das ist jetzt, könnte ich theoretisch sehr viel dazu sagen, es geht ja in sozialen Systemen immer darum, dass Beobachter andere Beobachter beim Beobachten beobachten. Ja? Wie sie beobachten, was da in ihrer Psyche abläuft, weiß ich nicht, ist für mich vollkommen undurchschaubar, oder sie und umgekehrt auch. Ja, Gott sei Dank, kann man sagen, deswegen können wir ja denken, was wir wollen. Ja, nur die Frage ist, wie kann ich jetzt Menschen, die eigentlich autonom mit ihrer unterschiedlichen Geschichte, unterschiedlichen Hintergrund, wie kann ich die und deren Handeln koordinieren? Ja, das kann ich nur, indem ich kann sie nicht direkt steuern. Da gibt es keine geradlinige Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen dem, was ich tue und was sie tun. Ich kann aber die Aufmerksamkeit fokussieren. Wir gucken jetzt alle hier auf dasselbe. Ich rede über ein Thema und sie folgen mir. Kann natürlich sein, dass sie in ihren Gedanken ganz woanders sind. Aber ich habe zumindest die Chance. Ja? Und wenn wir dann in Strukturen sind, wo es Führungskräfte gibt und Hierarchien, dann heißt das in erster Linie, die Führungskraft hat den Vorteil gegenüber allen anderen, dass auf sie geguckt wird. Und insofern, ob sie will oder nicht, ob sie es bewusst tut oder nicht, fokussiert sie die Aufmerksamkeit und steuert durch Fokussierung der Aufmerksamkeit. Das heißt, jede Führungskraft sollte sich selber daraufhin beobachten, was teile ich den anderen eigentlich implizit oder explizit mit, ja, wo ich hingucke oder was wichtig ist. Denn wo ich hingucke, das sage ich, ist wichtig. Deswegen gibt es ja häufig die Diskrepanzen. Man verkündet irgendwas, im Alltag guckt man, dann zeigt man deutlich, eigentlich halte ich das und das für wichtig, dass die Leute pünktlich da sind und nicht, dass sie kreativ sind. Dann kann ich das 10-mal verkünden, wenn ich durch mein Verhalten die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf was anderes richte. Und in dem Sinne ist sozusagen Fokussierung der Aufmerksamkeit das Mittel. Und inhaltlich heißt das, ich muss die System-Umwelt-Beziehung, was sind die überlebensrelevanten Umwelten, was sind die daraus resultierenden Stabilitäts- oder auch Veränderungsnotwendigkeiten intern. Und dafür muss ich sagen, dass das unternehmensweit auch als gesehen wird. Das muss ich also mitteilen. Und insofern kann ich dann auch steuern, wenn auch nicht in dem herkömmlichen Verständnis, dass da irgendwie ich es wirklich im Griff hätte oder kontrollieren könnte. Es gibt